Hey ho, meine Lieben, heute bloß ein Kurzvideo. Ja, noch kürzer wahrscheinlich als die letzten. Projekt Oscar. Oscar ist da, juhu. Ja, Oscar ist eins der wichtigsten Nebensächlichkeiten im Wintergrillen, sage ich jetzt einmal. Hier mal die Dings vom Mikro weg. Ja, Oscar ist sehr, sehr wichtig im Winter. Ja, aber verdammt nochmal, was ist Oscar jetzt? Oscar ist wichtig. Oscar steht hier. Ja. Und Oscar ist unser neuer Außenkamin. Ja, die Firma heißt anscheinend Oscar. Auf dem Außenkamin steht auch Oscar drauf. Also heißt der Kamin Oscar. Ich werde in diesem Video jetzt noch kurz schwätzen, was ich dazu alles vorhab, weil das ist eine ganze Menge. Ja, zum einen habe ich ja letztens schon gesagt, oben die Leisten, dass ich das Dach festschrauben kann. Das muss ich zuallererst machen, weil wenn da dann der Außenkamin an der Dachkante vorbeiführt, möchte ich das dann fertig haben und möchte da hinterher nicht nochmal anfangen müssen. Jo, deswegen Holzleisten oben streichen, Holzleisten streichen, Holzleisten hin, Kante umlegen, festspacksen und das beidseitig. Wenn, dann machen wir es gleich gescheit. Ja, dann muss ich oder will ich, werde ich eine feuerfeste Wanddurchführung bauen. Da habe ich diese Silikat-Haumichtot-Platten. Ja, das ist jetzt schon der Durchmesser, also die Größe 40 auf 40 zugesägt. Boah, staubt es, wo in die Wand reinkommt. Dann kommt natürlich noch Zwischstück rein. Und innen drin kommt noch ein Dämmstoff, der kommt erst morgen, rein theoretisch. Das gibt auch noch ein bisschen Bastelei. Sicher ist sicher. Brandschutz ist mir brandwichtig. Deswegen baue ich eine feuerfeste Wanddurchführung. Dann werde ich das Ding noch ein bisschen anpinseln. Außen werde ich es einfach ein bisschen verputzen. Wächst wasserfest und so, weil die Dinger ziehen definitiv Wasser so. Ja, dann hier die Wandhalterungen, hier so eine Wandrosette etc. pp. Dann habe ich auch schon die neuen Ofenrohre. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, Oscar ist ein 150er Kamin. Der Ofen hat zwar bloß 120, aber dazu haben wir ja eine Reduzierung. Tja. Trottel, warum nimmt sie gleich einen 120er oder 130er Kamin? Reicht doch. Wenn man heutzutage einen Kamin kauft, sind die meisten, einen Ofen kauft, sind die meisten mit 150, mit einem 150er Abgang. Und um dementsprechend gerüstet zu sein, klein 150er, weil auf die paar Euros dann, was die Reduzierung jetzt gekostet hat und die 20 Euro für die Ofenrohre, da kam es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja, hier hinten, hier drüben, Innenlicht, naja, viel Licht bringt es nicht. Ja, da hinten im Eck wird auch Oscar hinausgeführt. Er ist zwar schon doppelwandig, aber wie gesagt, sicher ist sicher mit dem Brandschutz. Da werde ich dann das 40 auf 40 Loch sauber rausschneiden, das ganze Teil einsetzen, Ofenrohr durchführen. Jo, das ist einmal das eine. Ja. Vielleicht fahre ich ja später nochmal raus, ich weiß es noch nicht. Aber die Chloe ist müde, die hat mich jetzt
beim Einkaufen und beim Shopping und hau mich tot und beim Plattenholen und Zusägen begleitet. Aber ja, die will dann auch langsam nach Hause. Es gibt auf alle Fälle einiges. Gehen wir mal wieder mehr ins Licht. Es gibt einiges an Arbeit und an Vorbereitungen, bevor ich direkt Projekt Oskar starten kann. Auseinander ein bisschen abschleifen und noch einpinseln. Genau da, wo dann eben diese Halter hinkommen. Ich möchte dann auch noch da, wo sie hier, ja, da sieht man es ganz gut, festgeschraubt werden, auch noch eine Querleitung zusätzlich an die Wand hinschrauben, was über mehrere Bretter geht. Einfach zwecks Sicherheit und Stabilität, weil mir soll ja Oskar nicht umfallen, weil das tut Oskar weh und danach sieht Oskar nicht mehr schön aus. Ja. Ja, und wenn wir das haben, haben wir es im Winter warm hier drin und wir können draußen grillen und uns drinnen wieder aufwärmen. Und deswegen ist Oskar eine der wichtigsten Nebensächlichkeiten beim Grillen im Winter. Ich denke, da stimmt ihr mir alle zu. Diverse Leute werden jetzt wahrscheinlich sich denken, wo hat der schon wieder das Geld her? Das sage ich jetzt ganz klipp und klar offen. Das hat mir mein Bruder geliehen. Harry, wenn du das Video siehst, vielen, vielen Dank. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich bin froh drüber, weil nur so kann es hier jetzt weitergehen, dass man weiterkommen und das, was vorangeht. Ja, wie gesagt, wenn das Wetter mitspielt, werde ich jetzt noch das Wochenende auch noch die Außenseite fertig streichen, dann eben links, rechts, oben Holzlatten aus dem Schuppen raussuchen und da geht es dann definitiv weiter. Vorbereitung Projekt Oskar. Ja Leute, in dem Sinne, wenn ich nochmal rauskomme, geht es nachher noch weiter. Ansonsten sage ich ja mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und ich bin jetzt selber gespannt, wie lang dieses Video jetzt gedauert hat. Jo. Fahren wir heim, oder? Jo, sie nickt bloß. Leute, ciao.